Wir haben Königshonig gehalten. Das ist eines der Alkaloguts, die wir brauchen. Aber es ist nicht ausreichend. Und in diesem Sinne, Barfischlitz, willkommen in einem neuen Let's Play von Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Ich bin so Octagon, alles Octa. Das letzte Mal haben wir unsere Questliste gecheckt und machen jetzt die noch offen gebliebenen Nebenquests. Bevor wir zur Hauptquest gehen, eigentlich wie immer. Und wir waren auf der Suche nach Azuros und Alcalagut. Alcala-Honig könnte zum Beispiel ein Gut sein, aber ich bin sicher, dass das nicht. Gegengift sowieso nicht. Was haben wir denn hier? Oh, 1000 Zeni, okay. Hier haben wir auch nichts. Es gibt wohl kalte Wasser in der Nähe. Ja, hier. Hier sollten wir auch speichern. Ich meine, speichern kann nie schaden, Fischlins. So, weiter geht's. Da haben wir einen Großjagi. Warum eigentlich nicht? Wir haben so viele Kämpfe gegen Großjagi gehabt. Okay, erstmal muss der Kleine hier weg. Aber ich lade lieber auf. Das Problem ist, dass ich sterben werde, wenn mich keiner heilt. Und ich heilt wirklich keiner. Und das habe ich erst jetzt gemerkt, Fischlins. Boom, fertig. Ich bin zum zweiten Mal gestorben. Das ist sehr unvorsichtig. Konnte ich überhaupt noch aufladen, oder? Okay, gleich nochmal. Aufladen. Ich gebe dieses Aufladen nicht auf, Fischlins. Auch wenn es mich krass erwischt. Ich bin zu stur. So. Ja. Boom. Show me your skills. Ja, gestern. Kraftschuss. Boom. So, reiten. Wir sind jetzt alle so gut wie geheilt. Und das war's. Wir haben es auch gestoppt, dass er einen Rudel ruft, was gut ist. Und jetzt kriegt er auch noch den Kraftschutz in die Fresse. Oh. So. Attack. Ich glaube, ich könnte auch schaffen, ihn zu vergiften. Oder? No. Impressive display of kinship. So.
Letztens bei unserer Twitch-Aufnahme bei einem Event ist es Folgendes passiert, Fischlins. Und zwar haben wir die Aufnahme gecheckt, nachdem wir fertig waren, und da war so eine Piepsstimme, so eine komische, quiekende Stimme im Hintergrund, und zwar fast permanent. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Das würde ich gern wissen. So. Okay. Du bist Techniker, da bin ich mir sicher, also Angriff. Und... Bam! Hier auch noch ein Kraftschuss. Go! Und Alvin auch vielleicht dazu. So, der Kopf ist bald weg. Ich weiß, der Bogen ist nicht sehr effektiv für Schlins, aber es gibt da einen guten Ding. Es gibt ein gutes Gefühl einfach, wenn beide Charaktere mit der gleichen Waffe kämpfen. Und so gut ich das kann, halte ich das auch so für Schlins. Ups, wollte eigentlich den Kopf angreifen, ist aber egal, die haben es eh bald kaputt gemacht. Und die ist Bobby, wie es ausschaut. So, gut, dass Alvin aufgeladen hat. Und... Damn! Oh, der Tor ist auch gleich kaputt. Ja, jetzt. Das war's eigentlich. Bam, barara, bam, barara, 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 bam, barara, barara, barara. Okdok, Fischlins, weiter geht's. Bisher habe ich nicht kein brauchbares Alkalogut gefunden, by the way. Farbbeere, okay. Farbbeere, König Sonic, endlich! Nochmal König Sonic, und ich höre hier irgendwo Erz. Nochmal König Sonic, das gefällt mir. Ich höre hier tatsächlich irgendwo ein Erzfunkel so. Ihr wisst schon, was ich meine, Fischlins. Ja, besiegen wir den Azuros, bevor der Part vorbei ist, weil wir müssen ja Azuros besiegen für unsere Nebenquests. Und im nächsten Part werde ich dann versuchen, den zweiten Azuros zu besiegen, Fischlins. Azuros ist Angreifer, die anderen zwei sind Geschwindigkeit. Und ich? Was mache ich? Ich lade auf. Das heißt, die Action geht eigentlich in der zweiten Runde richtig los. Und bis dahin müssen wir hoffen, dass die zwei mit den Jagis fertig werden. Komisch, dass nicht ein einziger mit einem Jagi fertig geworden ist. Mir hat es wieder die Sprache verschlagen. So. Sagen wir einfach Schnellschuss K. So. Don't waver. Keep going. So.
Perfekt. So. Bam. So, bald ist es soweit, Schlinz. Ja, es ist soweit. Der Torso ist kaputt. Jetzt fehlen nur noch die Beine. Aufladen. Cool, danke. Das habe ich gar nicht gemerkt. Wieso merke ich das solche nicht? Boom, okay, nicht auf uns. Das ist gut. Es ist Geschwindigkeit geworden. Da bin ich mir sicher. Oh nee, okay, ich mache eine Reitattacke. Das sollte auf jeden Fall helfen. So. Jetzt fällt es auch auf die Fresse. Das war's. Der erste hat sowas ist besiegt für Schlinz und wir haben es noch im Part geschafft. Ja? Checken wir noch schnell die Nebenquests. Okay. Und reichen mal schnell. Wie geht man nochmal in die Karte? Ja. Alles, was wir abgeben können, liefern wir jetzt ab. Und im nächsten Part besiegen wir dann den Azuros. Den letzten Azuros. So, Nebenquest einreichen. Das war's. Blöd ist aber jetzt, dass ich Alcala gut einfach verschwendet habe. Es sei denn, ich habe genug Alcala gut oder anderes gut gesammelt. So. Lasst mal sehen, Fischlins. Ja. Da haben wir eine neue Nebenquest hier irgendwo. Oben, glaube ich. Training ist essentiell, wenn du denn nach der Stärke strebst. Du trainierst doch, oder, junger Reiter? Nun schauen wir mal, ob du dein Ohrengespritzer bereit für ein Quiz. Na klar, versuchen wir es mal. Perfekt, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, ich bin dann bereit im nächsten Part. Und dann lösen wir die Rätsel für Schlitz.